Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Ark. Bevor wir jetzt hier mit Bauer Luban reden, reden wir mal mit dem Bauern hier, um die lieben Quest anzunehmen. Wir arbeiten nicht, weil Regent Schericht uns mit absurd hohen Steuern belegt hat. Ey, ist doch wie bei der Bundesregierung. Ich fühle mich eher wie ein Gefangener als ein Bauer. Ja, wir sind auch nur die Verfügungsmasse der Verbrecher in Berlin. König Thrain sagte, er werde alle Felder zurückgeben, die Schericht uns genommen hat. Bitte werde diese fürchterlichen Anschlagbretter mit den lächerlichen Steuersätzen los. Die sind so ein lästiger Anblick. Ja, das ist die, die Baerbock auch schon. Und dann die ganze Bundesregierung. So, dann wollen wir mal. Gut, warte mal, dann ziehen wir doch jetzt einfach mal los. Zerstöre die Anschlagbretter für hohe Steuern. So, dann erstmal gucken, wo sind die Anschlagbretter denn überhaupt? Ach, da. Eine von zwei. Ach, hier. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ach, da oben. Gut. Ja, dann reden wir jetzt aber erst einmal mit den Luban und dann mal gucken. Ups. Oh, du hast König Thyrain geholfen. Ich habe so viel von dir gehört, aber ich hätte nie erwartet, dich jemals zu treffen. Was führt dich her? Ich helfe mit, was auch immer du benötigst. Du suchst nach Nauns Nachfahren? Ah ja, die kenne ich. Zwei Brüder verwalten jetzt das Anwesen. Der Ältere lebt beim Montreal-Anwesen. Einfach nur hier die Straße runter. Der Jüngere, Bisu, lebt etwas weiter entfernt. Sie können beide ziemlich knurrig sein. Ich empfehle dir auf deinem Weg ein paar Rüsselkäfer zu erlegen. Du solltest auch erst einmal ihren Butler treffen, Ewald. Nachdem er ein gutes Wort für dich eingelegt hat, solltest du loslegen können. Ich hörte das Gerücht, Regent Schericht sei im Krieg umgekommen. Die haben ja nicht einmal seine Leiche gefunden. Es ist schon ein hübscher Zufall, dass jemand so verabscheuungswürdiges einfach so stirbt. Ich glaube davon kein Wort. Ich hoffe, die Leute vergessen nicht, wie schrecklich er war und nur wegen eines Gerüchts. Entschuldige, beachte mich nicht. Dann wollen wir mal, ne? So, warte mal. Sprich mit Butler Ewald, belausche die ratschenden Bauern. Aber jetzt muss ich erst einmal erlegen die Rüsselkäfer und nahe dem Anwesen. Luban schwadroniert weiter, dass er glaubt, Schericht könnte noch leben. Selbst wenn er am Leben wäre, wünschten wir alle, er wäre tot. Ich weiß nicht, warum er deswegen so paranoid ist. Er ist wirklich tot, stimmt's? Oh, hey, du warst da, nicht wahr? Schericht ist wirklich tot, oder? Ja, ich hoffe doch, ne? Warte mal, ist das ein Rüsselkäfer? Ja. Okay, warte mal. So, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ali, Rüsselkäfer. Okay, hier sind Rüsselkäfer. Ah, ein hier. Ah, okay, hier. So, erledigt. So, was haben wir denn jetzt
Hier. Das ist, was sie sagen. Wenn er noch lebt, dann versteckt ihn jemand. Die Leute, die es vergessen haben, sagen, er wurde nicht enthauptet. Die es gesehen haben, sagen, er wurde nicht enthauptet. Aber wer versteckt ihn dann? Oh, warum belauscht du uns? Oh, nur so. Ignoriert mich einfach, Leute. Ignoriert mich einfach. So, sprich mit Butler Ewald. Wo ist... Ach, der Fragezeichen verziehen sich. Ich habe immer auf Sonstzeichen hier geachtet. So, warte mal, sollte ich jetzt... Ach ja, das habe ich, kann ich ja noch gar nicht. Na, dann sprich mit Butler Ewald. Erzähle dem Butler Ewald von den Gerüchten. Okay, gut, dann wollen wir mal, ne? So, also den Teleporter hier. Wir rennen. So, dann reden wir mal mit Ewald. Es gibt Gerüchte, Luban stecke mit Scherichts Armee unter einer Decke. Ich weiß, er ist ein guter Mann. Ich weiß nicht, ob dieses Gerücht herstammte. Diese Art von Gerücht könnte die Leute nervös machen. Wir müssen was tun. Ich habe sie schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Dies hat dem Anwesen neues Leben eingehaucht. Ich danke dir. Im Namen aller im Land möchte ich dir für deine Hilfe danken. Du suchst Aufzeichnungen, die Nahun persönlich hinterlassen hat? Aufzeichnungen dieser Art liegen wahrscheinlich im Tresor an Nahuns Geburtsort. Den Tresor verwaltet mein Meister Graf Monterqui oder so ähnlich. Wie der Zufall will, ist er gerade daheim. Warum fragst du ihn nicht selbst? Okay, dann... Warte mal. Oh, du willst die Aufzeichnungen meines Vorfahren sehen? Brauchst du dafür etwa die Tresorschlüssel? Selbst wenn ich dir die Tresorschlüssel gebe, bräuchtest du immer noch die Schlüssel zum Anwesen meines Vorfahren. Mein jüngerer Bruder hat diese Schlüssel. Obschon es mich schmerzt, diese Made Bruder zu nennen. Er ist die Schande unserer Familie. Wollte sich auf die Seite von Sherry schlagen und die lutheranische Dynastie beenden. Schon von Bishu oder so ähnlich zu sprechen, vermies mir die Stimmung. Verlass auf der Stelle mein Haus. Ja, toll. Ich habe dein Gespräch gehört. Du suchst die Aufzeichnungen, die unser Vorfahr im Tresor hinterließ. In dem Fall brauchst du beide Schlüssel. Brauchst du beide ihre Schlüssel. Offen gesprochen glaube ich nicht, dass sie hilfsbereit sein werden. Sie haben sich zerstritten, alles wegen des Regenten. Weil er sich gegen den Regenten stellte, musste Vater viele Steuern zahlen. Mein Onkel stellte sich dem Regenten nicht in den Weg. Vielleicht dachte er an sein Volk. Weil er sich betrogen fühlte, brach mein Vater je Kontakt zu meinem Onkel ab. Nun, da der Regent fort ist, wünsche ich, dass sich Vater und Onkel vertragen. Doch sie sind beide echt dickköpfig. Es wird nicht einfach, aber könntest du ihnen bei ihrer Versöhnung helfen? Da das Bishu-Anwesen gerade mit der Ernte beschäftigt ist, könnte es helfen, wenn du ein paar Erntewerkzeuge im Namen meines Vaters mitnimmst. Wie es der Zufall so will, ließen die Männer von Regent Schericht ihre Waffen zurück. Vielleicht könntest du die verwenden. Du kannst das Bestellformular für Erntewerkzeuge
vom Hochverwalter nehmen und es dem Schmied bringen. Du solltest auf dem Weg zu Bishu anwesend sein. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Ich habe einen Plan ersonnen, wie man diese Fehde beenden kann. Und ich brauche deine Hilfe, die Hilfe meiner Cousine Elia. Ich habe diesen ganz einfachen Plan, bei dem wir vorgehen, ein Familienerbstück zu zerstören, um sie zusammenzubringen. Sie werden definitiv beide zustimmen, dass wir so etwas so Wichtiges zerstören dürfen. Ich habe diesen höchst realistischen falschen Rubin sowie ein Bestellformular mit den exakten Details des echten Erbstücks. Bitte bring beides zu Turner. Er ist der Beste, den es gibt. Ich bin sicher, er wird damit fertig. Selbst nachdem das erledigt ist, kann ich leider immer noch nicht zum Bishu-Anwesen gehen. Unsere Väter würden das niemals erlauben. Bitte bring Elia den Ring, wenn er fertig ist, und verrate ihr den Plan. Hast du einen Augenblick? König Thrain gab den Befehl, dass alle unrechtmäßig eingesammelten Tribute dem Volk zurückgegeben sind. Wenn du es ihnen sagst, werden sie sicher hocherfreut sein. Könntest du den Tribut zu Hofverwalter Pico bringen? So, also liefere das Tributpaket an die Höfe. So. Da und da muss ich hin. So, liefe. Gut, dann latschen wir mal kurz hin. Was? Sie geben allen Tribut zurück? Oh! Lang lebe König Thrain. Vielleicht stehen die Dinge gar nicht so schlecht. Wir sollten den Bauern die guten Neuigkeiten direkt überbringen. Meister Norin möchte die allerbesten Farmwerkzeuge ordern? Natürlich, ich kann das Bestellformular gleich aufsetzen. Aber ich glaube, die Leute, die die Erntewerkzeuge am meisten brauchen, sind beim Bishu-Anwesen den Fluss runter. Die dürfen in dieser Saison mit der Diurika-Ernte zu tun haben. Als die Herren noch gut miteinander auskamen, gab es Diurika satt. Sogar genug, um die Pferde zu füttern. Tja, nun ist das vorbei. Hier, nimm dieses Bestellformular. So. Alles klar. Diese Waffen wurden von Scherichts Soldaten bei der Flucht zurückgelassen. Was bringen die schon auf einer Farm? Okay. Sammelst du das in Rüstung ein? Warte mal. Ups. Da muss ich hin.
Die mögen zwar den Rebellen gehört haben, aber sie sehen aus, als könnten wir sie gebrauchen. Okay. Gib das Metall und das Metall von der Mar dem Schmied Ott. Okay, dann wollen wir mal. Hurra! Ich bin groß! Meister Norin sagte, jemand sei auf dem Weg. Er meinte dich, oder? Yep. Ich habe die Geschichte gehört. Er meinte, du solltest die Waffen von Scherichs Armee zu Erntewerkzeugen umschmieden. Wie erwartet ist selbst die Farbe anders als bei normalem Eisen. Ich werde das einschmelzen, formen und hämmern. Ich habe, die habe ich schon schön und stabil gemacht. Na los, nimm sie. Da die Ruika-Ernte im vollen Gange ist, werden die Leute bei den Schuhanwesen das sicher zu schätzen wissen. Du kannst Angler Melville fragen, wie man hinkommt. So, warte mal, das Ding ist jetzt besser. So, sprich mit Turner, nehmen wir mal mit Turner. Sei gegrüßt! Ah, ein Bestellformular vom Meister Norin, wie ich sehe. Ein Relikt, was? Ach ja, das scheint mir nicht zu schwer zu sein. Ich würde das direkt für dich vorbereiten. Also, wofür brauchst du überhaupt einen Replik? Ah, um diese beiden Brüder wieder zusammenzubringen? Herrin Elia könnte dem sogar zustimmen. Ich weiß, dass ihr das Duell zwischen ihren Vätern zusetzt. Nun, nur das Beste für Meister Norin und Herrin Elia. Die Familie kann gewiss ermüdend sein. Ich werde mir Mühe geben, die großartige Replik zu schaffen, die du je gesehen hast. So. Alles erledigt. Sieht für mich echt aus. Ich habe einen Blick für so etwas. Ich hoffe, dieser Plan funktioniert. Richtet Herrin Elia meine Grüße aus. Okay, so. So, das muss ich hier hin. Gut. So, meine Frage. So, oh, gut, das ist Punkte, ne? Warte mal. Das ist Melville. Frage an der Melville nach dem Weg. Okay, gut, dann machen wir das jetzt mal. Meister Norin erzählte mir von dir. Du möchtest dich gern im Reich umsehen? Ja, klar. Wenn du dem Weg folgst, kommst du zum Pichu-Anwesen. Wie du sehen kannst, ist Nahuns Reich ein üppiger, hübscher Ort zum Leben. Wir hätten hier keine Sorgen, wenn die beiden Familien sich zusammenraufen und wieder wie früher in Harmonie leben könnten. Ich hoffe, die clevere Idee von Meister Norin funktioniert. Ja, warte es ab, ne? Okay, jetzt dahin. Bruder gegen Bruder, die Erbschlägerblick.
Gut. Warte mal. Hier ist wieder ein Transporter. Aber das ist ja wirklich eine schöne Gegend, also ganz ehrlich gesagt. Hier leben, da, warum nicht, ne? Sieht doch hübsch aus, also kann man nichts gegen einwenden. Was? Mein Bruder sendet mir ein Geschenk? Ha, ja genau. Als ob dieser engstirnige Hund ihm ein Geschenk schicken würde. Warte mal, vielleicht will er ja mein Haus in die Luft jagen. Das ist doch eine Bombe. Mich legt der nicht rein, verschwinde von hier. Verzeihung? Ich würde mich gern vorstellen. Ich bin Elia, Bishunahuns Tochter. Ich bin mir sicher, die Reaktion meines Vaters hat dich verärgert. Ich verstehe das. Vater leidet unter Verfolgungswahn, seit der neue König den Thron... Was? Du hast einen glücklichen Samen entdeckt? Wo denn? Egal. Seit der neue König den Thron gestiegen hat... Ich denke, er bereut sich, auf die Seite des Regenten geschlagen zu haben, doch es mangelt ihm an Mut, mit meinem Onkel zu sprechen. Warum versuchen wir nicht etwas anderes? Lass uns Onkel ein Geschenk im Vaters Namen senden. Ich bin sicher, mein Onkel würde es sehr zu schätzen wissen, wenn wir ihm das Spezialzeugnis unseres Hofes liefern. Da seine Majestät Sarain ein königliches Dekret erließ, werden die Bauern mehr als erfreut sein, dich mit dem Dyrukas zu versorgen, wenn du es ihnen mitteilst. Du möchtest mir etwas geben? Oh, Norin, du weißt, dass dies der zweite irrsinnige Plan ist, den er mit... den er mich einweiht, damit unsere Väter sich vertragen. Ich möchte genauso wie er, dass sie sich vertragen, aber er will das durch List erreichen. Ich will nur, dass sie miteinander reden, wie Erwachsene. Du musst die Replik von Turner haben. Seine Arbeit würde ich überall erkennen. Wirklich gut gemacht. Ich werde noch einmal versuchen, Nori meinen Punkt zu verdeutlichen. Hier, würdest du mir wohl helfen, diesen Brief in der an der Brieftaube zu befestigen? Vielleicht versteht er meine Position, wenn sie ihm Punkt für Punkt dargelegt wird. Okay, die Brieftaube ist weggeflogen. Ich hoffe wirklich, dass er aufhört, solche lächerlichen Pläne zu schmieden. Hochverwalter, Dünnkirchens hier. Thank you.
Sie wollen die Steuern halbieren? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Als Geschenk sind eine brillante Idee. Für ein Geschenk wäre es am besten, etwas Pferdefutter daraus zu machen, das sie drüben beim Monkeur-Anwesen brauchen. In der Scheune sollten jede Menge frisch geerntete Dyrrhikas sein. Frag einfach Tristan und schnapp sie dir. Bitte teile die guten Neuigkeiten mit den Bauern auf dem Weg. Lang lebe König Sarain. Oh Mann. Wow. So, muss ich jetzt hier echt... Das lasse ich jeden Bauern mitteilen. Seitdem der neue König da ist, ist das Leben viel besser. What? Die greifen mich an? Glaube ich ja jetzt nicht, ne? Ich hab jetzt Zeit zum Dehnen. Ah. Die Sonne und frische Luft tun echt gut. Okay. Heda, ja, du, ich bin François oder so ähnlich. Und ich bin ein Maler. Die Fee der Inspiration hat mich den ganzen Weg aus Plexia, dem Land der Künste, hergeführt. Die goldene See von Dyrrhika lässt mein Herz ebenso flattern wie die Wellen. Obschon, es könnte mehr Wumms vertragen. Etwas wie das noble Element der Menschlichkeit, eingefangen in einer rustikalen Szene von Scholle und harter Arbeit. Das ist es. Gut. Geh dorthin und versuche die Dyrrhika-Körper vom Boden aufzulesen. Körner vom Boden aufzulesen. Beeil dich, bevor der Sonnenuntergang verblasst. Ja, das ist es. Es ist so wunderschön. Bald schon wird die Welt das dieses Meisterwerk von François Maestro unter den Malern bewundern. Ich habe dich jedoch außen vorgelassen. Du bist nicht wirklich das ansehnlichste Modell. Tut mir leid, aber ist so. Egal, du hast gute Arbeit geleistet. Okay, gut. So, wo ist denn jetzt hier nun dieser Bruder gegen Bruder? Das ist da und für alles klar. Gut. Dann bleiben wir jetzt mal da unten hin. Dieser Fiesling Schericht hat uns alles abgeknöpft. Aber der neue König scheint unsere Situation zu verstehen. Wenn es bedeutet, dass diese beiden Meister Frieden schließen, gebe ich dir liebend gern so viel Dyrrhikas, wie du brauchst. Allerdings haben diese lästigen Pigrettes oder so unsere Scheunen schon wieder leergeräumt, wie sie es während jeder Erntezeit machen.
Wenn du Pferdefutter haben möchtest, könntest du die gestohlenen Drückers auf dem Pigrette-Unterschlupf einsammeln und sie zur Mühle bringen. Und wenn du schon dabei bist, statuiere doch bitte ein Exempel an dem König Pigrette, so, damit diese Viecher sich nie wieder auf unseren Hof trauen. Pigrette sind Schädlinge, die unsere Ernte zerstören. Aber ihre Leben oder ihre Lebern sind tatsächlich recht nahrhaft. Ihr Speiseplan setzt sich hauptsächlich aus Diurika zusammen, das sehr gesund ist. Schuren meinte letztens, er bräuchte Pigrette-Leber für sein schwindendes Augenlicht. Das Beste dafür ist tatsächlich die Leber eines Mutterpigretts. Aber das Mutterpigrett verlässt niemals den Unterschlupf, daher ist es fast unmöglich, eins zu fangen. Falls du über die Leber eines Mutterpigretts stolperst, gib sie bitte Schuren. Ich bin mir sicher, er wird sich dafür belohnen. Okay, so. So, da habe ich 5 Punkte. Aber machen wir ihn doch jetzt mal. Warte mal. Das kann ich auch nicht. Wie kann ich auch nicht. Und die auch nicht. Er sowieso nicht. Okay, gut, dann nehmen wir aber mal. Das erhöhen wir. So, was ist hier mit S? Das schrauben wir auch mal nach oben. Und die schrauben wir auch mal hoch. Und F auch. So. Den wundert sich jetzt sowieso nicht. Okay, alles klar, das mache ich dann ein bisschen mehr Schaden. Und ersuche die Pigrettes Unterschlupf. So, wo muss ich denn da jetzt hin? Geht da hin. Aber das werden wir alles im nächsten Part erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.